Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Lona-Projekt. Ja, ich habe zum einen mal so gut wie ich konnte hier das kleine Heumalheur beseitigt. Also habe uns den Ladewagen geschnappt und habe die weiteren Ballen hier einmal auf der Wiese verteilt, aufgeschnitten und aufgeladen. Ja, hier kommt er nicht ganz ran. Da wollte ich mir eigentlich das Autolot-Förderband kurz leihen, aber das habe ich hier leider nicht aktiviert. Das muss ich dann beim nächsten Spielstart einmal berücksichtigen. Ja, und dann wollte ich ja eigentlich schon letzte Folge, aber dann kamen die ganzen Ernteaufträge, wollte ich ja mit euch die neue Servicestation bauen. Das gehen wir jetzt auch einmal an. Ich würde schon sagen, wir nehmen auch den mit Lackierung. Kostet uns 10.000 im Monat. Die spielen wir wo rein, der würde nur 4.000 kosten, aber der lackiert nicht. Jetzt ist die Frage, brauchen wir Lackierung? Ich würde sagen, wir begnügen uns erstmal mit dem Kleinen. So, ich würde den hier platzieren wollen. 10.000 Euro. Zack. Gut, da müssen wir natürlich nochmal bei. Landschaftsbau malen. Das ist die Frage, welche Platten sind das? Sind die das? Nö. Ich sage, ich wünsche mir hier immer noch die Pipette, dass man sich hier die Dinge raussuchen kann. Ah, die sind das. Man sieht hier gar keine Struktur. So, dann ziehen wir das hier so hin. So, sieht das wieder einigermaßen gut aus. Ja. Fed Action Team, ja, schöne Grüße. So, das Silo ist leer. Was bedeutet das? Ah, wähle das Produkt und die Menge, die du kaufen möchtest. Aha. So, ich kann hier auch nur Diesel kaufen. Wir machen das jetzt einmal. Dann ist der hier voll. Dann fahren wir nochmal einmal hier den danke. Einmal den Kurs ein. So, nicht erschrecken, wird gleich ein bisschen wild hier, wegen der ganzen Parkplätze, aber so, ich würde dann sagen, dass wir hier starten. Hier den Punkt platzieren, den nennen wir Hof Service. Dann würde ich gerne einmal bis hier beenden wir das Ganze. Dann würde ich den gerne einmal nach da verbinden wollen und einmal da verbinden wollen. Dann müssen wir ihn vorne noch anschließen.
Punkt zu dem Punkt. Ja, und das Ganze soll Einbahnstraße werden. Jetzt schauen wir mal einmal, ob er das auf Anhieb so findet. Das hat schon mal funktioniert und wenn du jetzt von hier auch noch deinen Parkplatz findest, dann bin ich happy. Ja gut, man hätte das Ganze auch ein bisschen gebogen machen können, aber auch da werden wir mit klarkommen. So, du suchst einen Abfahrer, der, wie man in der Minimap erkennt, aber unterwegs ist. Er hat schon wieder sein kleines Vorgewindeproblem. Ich nehme dich mal kurz raus aus der Nummer. Na komm. Mit der Lackierung bei der Servicestation, da würde ich auch sagen, das Geld schenken wir uns. Wenn wir denn tatsächlich, wie es bei dem Cerion der Fall war und jetzt auch bei dem, ja, ich denke mal, der Dünger-Case, der dürfte auch so langsam mal. Das können wir dann ja immer noch manuell machen. Nee, so, machst du hier nächsten Wegpunkt weiter. Alle sind wieder glücklich. Ich kann nicht wieder aktivieren. Hervorragend, ja, den kennen wir auch zur Genüge. Aber auch da, wenn man es weiß, Mensch, lass latschen. So, du möchtest noch eine halbe Stunde. Ja, bist du. Da kommt unser Einparker, hervorragend. So, und der Xerion ist bei 98%. Das dürfte dann gleich erledigt sein. Ja, da ist er fertig. Ne, da. Und dann probieren wir es mit ihm doch das erste Mal aus. Ja, ich muss mich hier nochmal schlau machen. Ich habe das ja schon mal hingekriegt, die Kollegen zu versetzen. So, dann fährst du zu Hof Service. Und dann solltest du meiner Meinung nach gewaschen, getankt und repariert werden. Ja. Schauen wir uns an. Da fährt dann jetzt jemand zur Ölmühle. Ja, wir können die 11 einmal abgeben. Groban für 13.009. Kommt noch Folgeauftrag? Nein, schade. So, die 7, 78%. Da sind wir bei 30, da sind wir noch nicht unterwegs. Da sind wir bei 22. Ja, Ölmühle. Finden wir die jetzt so schnell? Ist sie hierbei? Molkerei, Zuckerfabrik, Ölmühle. Ob das klappt, weiß ich nicht. Also hier bei der Müsli-Fabrik wissen wir, da ist sie nicht eingefahren. Bei der Abladestelle.
Ja, hier ohne Fahrzeug sehe ich es jetzt nicht, aber das hier ist die Ölmühle. Aber kippen ist schon mal nicht das Problem, das ist schon mal die Hauptsache. Ja, dann habe ich, glaube ich, auch bei dem Heizkraftwerk das Heu noch nicht aktiviert. Das machen wir jetzt. Dann läuft da beides. Denke ich zumindest mal. Ja, Silage ist noch ausreichend im Trigger. Ist gut. So, den Hund übersehen wir jetzt mal geflissentlich. Und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt alles so funktioniert. Gut, müssen wir nur daran denken, dass wir den Diesel bei Zeit nochmal wieder nachfüllen. Aber 25.000 Liter, da werden wir einen Tag mit hinkommen. Sauber, repariert. Da er hier jetzt anhält. Ach ne, stand ja in der Modbeschreibung, tanken müssen wir selbst. Oh, geht die schnell. Naja, gut, jetzt haben wir den Diesel da gekauft. Will ich ihn darauf verwenden? Ja, schick. Dann stellen wir das Ganze noch einmal wieder ab. Dann darfst du auf deinen Parkplatz fahren. Gut, jetzt wird er wahrscheinlich wieder vorwärts reinfahren, aber das ist ja erstmal nicht grunddramatisch. Ja, Ölmühle müssen wir uns gleich angucken. Er möchte gleich wieder abgetankt werden. Das Vorgewinde, das erste, ist Gott sei Dank rum. Jammern. Er ist unterwegs, hervorragend. So, da haben wir die. Er scheint sogar. Ja, da fehlt keiner. Ist vollständig. Schön. Dann werden wir Feld 24 ja wahrscheinlich so langsam auch abschließen können. Noch weit. Ja, ein bisschen was hat er noch. Da brauchen wir noch nicht drin bleiben. So, 83%. Nö. Noch nichts Neues. 25, da sind wir bei 34. Ja, er ist auch ein bisschen weniger oft mit seinem Rohr hängen geblieben als er. Ansonsten sind die ja relativ zeitgleich gestartet. Ja, und wir hatten ja schon nachgeguckt, dass wir für alle Felder auch den nächsten Monat noch haben. Von daher, dass. Wie sind das jetzt überhaupt? Das Weizenfeld auf 15. Nicht dramatisch, dass wir da noch nicht aktiv sind. So, du bist jetzt hier. Dann bin ich mal gespannt, ob das eingefahren ist. Nein, leider auch nicht. Leider auch nicht, aber gut, okay. Wenn man es weiß.
Ja, komm, wenn wir es schon selber machen, dann. Dann bitte auch richtig. Jo, 94%. Lotsen wir ihn hier mal wieder raus. Ach, du ahnst es nicht. Au. Du ahnst es nicht. Dass er hier reingefunden hat. Ja, Fahrer zum Zielpunkt. Gefällt mir. So, dein Abfahrer ist aber ja eigentlich in der Nähe, oder? Deiner fährt jetzt gerade von der Ölmühle zurück. Er ist. Ja. Gut, selbst die Aussage, wir lassen es mal unkommentiert, ist ja bereits ein Kommentar. Aber du hast das Feld wenigstens schon mal wieder gefunden. Das hat ja schon mal was. Jetzt noch den Drescher findest. So. Ich spiele hier immer noch mit dem Gedanken, ob ich es nicht doch noch mit einem Anhänger versuche. Ich meine, versuchen kann man es ja. Wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer wieder verkaufen. Aber dann würde er halt diese blöden Bodenwellen hier. Dann würde er halt nochmal deutlich mehr mitnehmen. Und ich hatte mir, war das auf der Hochbergmann oder war das hier? Ich hatte mir ballentransporttechnisch diesen hier als Autolot, wo haben wir ihn da ausgeliehen? Der kann halt auch nochmal, wo sind die 125er? Der kann halt nochmal 26 Ballen zu den 33, die wir jetzt eh schon transportieren. Das wird natürlich auch noch, ich weiß nicht, er packt sie ja nicht. Und sehen natürlich nochmal nice aus. Ja, wie gesagt, das wären 26, dann wären wir bei 53, dann wären wir bei 59 Ballen, die wir abfahren. Ich weiß nicht. Der kann auch 26. Aber der gefällt mir nicht von der Farbe her. Oder Moment. So, wer kann das gleiche? 125er Ballen, 26 Stück. Na, schauen wir mal. So, 24 ist erledigt. Er hat auch 17% schon auf die 23 geschmissen. Wie war das noch mit dem Abgeben? Die Ballen bleiben. Dürfen wir da denn auch noch drauf? Auch hier würde ich sagen, Versuch macht klug. Wir geben die 24 ab, 37.464. Weitere neue Aufträge kommen nicht. Dann springen wir noch mal ganz kurz auf die 24. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Ja, die Ballen liegen hier noch. Dann hoffe ich jetzt mal, dass er die auch noch einsammeln darf. Ja. Er ist auch bei 91%, wird dann in der nächsten Folge auch fertig. Dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid.
Bis dahin.